Montana. Big Sky Country. Der Treasure State. Die Menschen haben viele Namen dafür. Für mich ist es mein Zuhause. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Es ist immer noch unglaublich schön. Vielleicht haben wir deswegen nicht gesehen, wie hässlich diese Leute waren. Guten Tag, Bruder. Du verstehst es nicht. Wir alle hielten diese Gruppe für lächerlich. Sie waren anders. Religiös. Militant, es war eine gottverdammte Sekte. Der Kollaps steht bevor, meine Kinder. Zuerst kauften sie alle Farmen weit und breit. Dann den Radiosender. Und schon bald gehörten ihnen sogar die verdammten Cops. Eine Art souveräner Religionsstaat. Und zwar gleich hier. Vor unserer Nase. Niemand wird uns helfen. Die Regierung kümmert sich einen Scheiß. Wir sind Gott allein. Gott sei Dank, dass wir die verlorenen Seelen retten. Ob sie Rettung wollen oder nicht. Die Menschen wollen nicht glauben, dass solche Gruppen existieren. Die Leute haben Angst, Mann. Und einige wollen uns schaden. Einige wollen alles zerstören, was wir uns hier aufgebaut haben. Und einige werden uns verraten. Wir wissen nicht, zu was er fähig ist. Wer? Ihr Anführer. Joseph Seed. Sie nennen ihn den Vater. Und die in der Außenwelt sind blind. Sie haben keinen Glauben. Sie haben kein Vertrauen. Bitte nein, 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 nein! Ich zwinge sie zu sehen. Hey, Rookie! Rookie! Du verschwendest nur Zeit, hier gibt's kein Netz. Wir überqueren jetzt den Henbane. Schweinehund. Mein Gott. Wir sind offiziell im Peggyland. Wie weit ist es noch? Weit genug, um den Plan zu ändern. Wir könnten einfach umkehren. Soll ich denn einen Haftbefehl missachten, Sheriff? Nein, Cameron. Ich will nur, dass du den ganzen Ernst unserer Lage begreifst. Joseph Seed. Das ist kein Mann, mit dem man sich anlegt. Wir hatten schon mit ihm zu tun und das lief nicht immer glimpflich ab. Und manchmal... Manchmal ist es besser, es gut sein zu lassen. Ja, nun. Die Gesetze gibt es nicht ohne Grund, Sheriff. Und Joseph Seed wird das auch begreifen. Brad, ich brauche eine Verbindung zur Leitstelle. Whitehorse an Leitstelle, over. Ja, ich höre. Wir nähern uns dem Anwesen, Nancy, over. Roger, Sheriff. Wollt ihr das wirklich durchziehen? Over. Wir, unglücklicherweise versuchen wir immer noch den Marshall zur Vernunft zu bringen. Over. Alles klar. Er hat Glück, dass ich nicht da bin. Lasst mich wissen, wenn es Probleme gibt. Over. Verstanden. Over and out. Vielleicht hätten wir lieber Nancy mitnehmen sollen als den Neuen. Vor ihr hätten die Peggys Angst. Fred! Warum nennt ihr sie immer Peggys? Project at Eden's Gate, PEG, Peggys, so nennen sie die Einheimischen. Ja, vor ein paar Jahren fing alles ganz harmlos an, aber jetzt sind sie bis an die Zähne bewaffnet. Und zu allem bereit. Höre ich da Angst, Sheriff? Da wären wir. Das Anwesen ist unter uns. Ach, das ist eine schlechte Idee. Letzte Chance, Marshall. Wir gehen rein. Bring uns runter. Red, hab verstanden. Leitstelle, bitte melden. Ja, Sheriff. Wenn du in 15 Minuten nichts gehört hast, schick jeden Mann, wenn nötig, auch die Nationalgarde. Over. Jawohl, Sheriff. Ich werde für euch beten. Aufgepasst. Drei Regeln. Zusammenbleiben, Waffe im Holster lassen und ich übernehme das Reden. Verstanden? Verstanden. Rookie! Alles klar, Leute. Aufpassen. Los geht's!
Und damit herzlich willkommen zu Far Cry 5, meine Freunde. Meine Augen sind immer offen. Okay. Chillt, Leute, chillt. Warte, ich kann nicht laufen. Wartet auf mich. Oh, die haben dicke Wummen. Meine Waffe werden sie respektieren. Man ja, mich auch. Was ist? Was ist dein Problem? Du bist dreckig. Ich heiße Cookie. Und du? Mach einfach keine Dummheiten. Ganz ruhig, Sheriff. Du wirst deinen Namen bald in der Zeitung lesen. Der macht sicher Dummheiten. Wird schon werden. Pass auf dich auf, Schützen. Etwas kommt auf uns zu. Ihr spürt es, oder? Dass wir auf den Abgrund zusteuern. Und dass der Tag der Abrechnung kommt. Deshalb haben wir das Projekt begonnen. Weil wir wissen, was als nächstes geschieht. Sie werden kommen. Sie wollen uns alles abnehmen. Unsere Waffen. Unsere Freiheit. Unseren Glauben. Aber wir lassen sie nicht. Weder wird uns ihre Gier, noch ihre Unmoral, noch ihre Verdorbenheit je wieder Schmerz zufügen. Sheriff, es wird keine Schmerzen mehr geben. Nein, scheiß drauf. Joseph Seed, ich habe hier einen Haftbefehl gegen Sie. Wegen des Verdachts auf Entführung mit dem Vorsatz der Körperverletzung. Nun, treten Sie vor und lassen die Hände da, wo ich Sie sehen kann. Da sind sie ja. Die Schlangen in unserem Garten. Und sie holen mich. Sie kommen, um mich euch wegzunehmen. Sie kommen, um zu zerstören, was wir aufgebaut haben. Einen Moment. In die Hand von der Waffe. Abwarten und ruhig bleiben. Ganz ruhig. Jetzt beruhigen wir uns. Wir wussten, dieser Tag kommt. Wir sind darauf vorbereitet. Geht. Los. Gott wird das nicht zulassen. Und ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat. Und ich hörte eines der vier Wesen sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm und sieh. Treten Sie vor. Und ich sah. Und siehe. Fahles Pferd. Und die Hölle zog mit ihm einher. Rookie, leg den Mistkerl-Handschellen an. Was ich? Gott wird das nicht zulassen. Das werden wir ja sehen. Rückgang gerade, um den Vater zu verhaften. So, Daddy. Den Sektenführer zum Helikopter. Wir müssen verdammt nochmal hier raus. Marshall, geh vor, wir bleiben ich rechts. Okay. Lass nicht zu. Oh, hat der sich das in den Rücken reingeritzt, Alter, das wäre ihre.
Höhen ist aggressiv. Cookie. Ja, ich will auch. Ach du, mein lieber Schwan. Schieß jetzt nicht. Oh mein Gott, er schießt. Die guckt schon so hier. Alles in Ordnung. Niemand muss angerufen werden. Ja, Vater. Du seist gepriesen. Was? Nancy gehört dazu? Niemand kommt, um euch zu retten. Der Herr hat dich mit seiner Liebe beschützt. Alles entfaltet sich gemäß Gottes großem Plan. Ich bin immer noch hier. Sie lebt. Das erste Siegel wurde gebrochen. Der Kollaps hat begonnen. Und wir nehmen uns, was wir brauchen. Und wir bewahren, was wir haben. Und wir töten alle, die sich uns in den Weg stellen. Und die Boten des Untergangs werden die Wahrheit erkennen. Lass die Ernte beginnen! Was? Da verpisst er sich einfach. Scheiße, der trifft mich. Au. Nein! Schwimm schneller, Mann! Wo muss ich überhaupt hin? Ah, hinten leuchtet's. Nichts gesehen. Achso, muss links oben bleiben. Was ist das? Oh, Baseballschläger, das wird besser. Und jetzt wechseln zwischen Rohr und
Schläge. Oh, oh, Bart. Ich will nicht erschlagen. Was muss ich über. Ups. Wollte jetzt nicht. Oh, da ist einer. Da ist einer. Schleichen. Die Entdeckungsanzeige füllt sich, wenn Gegner sie dich bemerkt haben. Wenn sie voll ist und anfängt zu blinken, wurdest du entdeckt. Hast du dich einem Gegner unentdeckt genähert, dann drücke F, um einen leisen Takedown durchzuführen. Entschuldigung, Takedown. die Schleichentaste ist jetzt... What? Ich einfach nur C drücken? C ist ducken. Boah, der hat eine Pistole, wenigstens irgendwas. Komm her. Oh, tut mir leid. Lünten. Ich habe bewegen. Oh, ich habe einen Popo reingehaut. Entschuldigung. Schöne Pistole, schöne Pistole. Kann eigentlich wieder aufstehen, ne? Und geh mal weg da. Munition. Gibt es hier noch etwas, was ich hier. Da gibt es nichts. Noch einer. Ja, die Missionen, Story-Missionen, kein Entkommen. Flüchte. Einfach nur flüchten. Soll ich ihn niederschlagen oder soll ich denn. Ja, ich hau den nicht drüber. Wenn ich schieße, kommt der. Kommen dann gleich, warte einen Moment. Hast du was gesagt? Unter zwei? Und du kriegst auch gleich eine! Medizin kann jetzt neben dem Feuer lagern. Ja, doch, bitte, Indigator. Wow! Oh, das ging aber schnell. Oh, das haben wir da automatisch an. Okay, brauche ich nicht drücken. Oh, guck dir das an. Guck dir das an. Da hängt einfach einer. Erwischt. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Sicher den Raum, Rookie. Keiner da. Oh Gott. Ich hatte ja keine Ahnung. Fuck. Wir sperren die ganze Familie weg. Jeden einzelnen. Verdammter Psychopath! Wir werden hier rauskommen, Rookie. Aber zuerst. Ui. Bewaffnen wir uns. Ja, gib mir. Oh, danke schön. Alles klar. Wir machen das jetzt so: Die Straße da draußen. Wir nehmen die und wir fahren nach Nordosten. Es sind wohl nur ein paar Stunden zurück nach Missoula. Und dann kommen wir zurück hierher. Mit der gottverdammten Nationalgarde. Und wir erledigen den Rest von... Okay. Ah, lebt noch.
Da fliegt die Waffe. Was hat er jetzt gesagt? Ich hab die Truckschlüssel, gib mir Deckung. Ja, natürlich, immer. Unwehr. Warte, komm raus, ich komm raus. Ja, gern. Scheiße, ich komme. Oh, ich wollte hier ganz schlank zum Bett. Ja, wo glaubst du, wo bin ich? Ich muss mal lang. Warte, ich muss lang. Ja, mir geht's bestens. Ohne dich wäre ich tot. Wir müssen zurück. Wir müssen schlau sein. Wir wissen nicht, wem wir trauen können. Ich hab unendlich Munition. Oh nein, wir haben die Straßen blockiert. Hinter uns! Was? Ja. Oh, der schießt aus dem Auto raus. Der kennt ja nichts. Was fährt doch immer dahin? Ach, ich dachte, ich kann es explodieren lassen. Was? Echt? Ach so. Ah, wie viel gibt's denn da von denen? Oh, die schießt immer noch. Alter, was für ein Aim die haben. Oh, wo, wo? Leck mich. Ja, so bin ich. Ah, da ist keiner. Ah, da ist wer. Ups. Weg, weg. Ich mag das alles. Oh, Scheiße. Der lebt noch. Die lässt mich schon wieder allein. Will der mich verarschen? Wir müssen Gott danken.
von mir prophezeite Tag ist gekommen. Alles, was ich euch sagte, ist nun wahr geworden. Die Beamten, die mich euch wegnehmen wollten, sind in der liebenden Obhut meiner Familie. Nur einer nicht. Weißt du, was das bedeutet? Das heißt, alle Straßen sind geschlossen. Die Telefonleitungen wurden gekappt. Das heißt, das Valley ist komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Vor allem heißt es, wir haben verkackt. Dieser verdammte Kollaps. Die glauben wirklich, dass die Welt untergeht. Darauf haben sie gewartet. Seit Jahren. Darauf, dass jemand herkommt, ihre Prophezeiung erfüllt und ihren gottverdammten heiligen Krieg anfängt. Genau das hast du getan. Ich habe gar nichts gemacht. Das Klügste für mich wäre wohl, dich einfach an sie auszuliefern. Nein. Scheiße. Kein Scheiß. Raus aus der Uniform. Die verbrennen wir. Es sind frische Klamotten da. Los, zieh dich um. Und dann komm zu mir. Mal sehen, ob wir das wieder gerade biegen können. Okay. Wechsle die Kleidung. Eine epische Aufgabe. Kann ich aussuchen, was ich anziehen will? Oh. Bitte triff einige Entscheidungen, bevor wir zur Charakteranpassung kommen. Alles klärchen. So, wie sehen wir aus? Nö. Nee. Ein Bubele. Da. No. Ich bin braun gebrannt. Ja, das passt schon. Das machen wir. So. Das. Oh, und das sieht naturbräunig aus. So, Frisur. Wir wollen natürlich Haare am Kopf haben. Wir nehmen einen Undercut. Und die verschiedene Farbe. What is that? Oh, das sieht schon schick aus. Schick. Oder wir nehmen das. Das sieht auch nicht schlecht aus. Nee. Locken nehmen wir nicht. Fukuila, nee, das sind wir überhaupt nicht. Das. Nee. Schlick. Wir nehmen das. Ja, ich bestätige. Oberkörper. Oh, ist das geil. Und wenn dir was Ärmel los ist, besser aus. Ein Unterkörper. Gut, sind wir die gleiche Hose. Ich meine, das. Kopfbedeckung. Brauchen wir Kopfbedeckung? Wir brauchen keine Kopfbedeckung. Hände. Handschuhe nehmen wir aber. Oh, sieht das nice aus. Aber passt nicht dazu. Und ganz schlicht. Oh, sieht so sexy aus. Rede mit der Dutch. Kann ich noch was anklicken? Ja. Ist aggressiv. Warte mal. Agieren? Oh, hallo? Bitte, ist da jemand? Die Peggys sind hier einmarschiert wie eine Armee. Wir haben Leute in Lastwagen verlangt, unsere Lebensmittel gestohlen und dann wurde überall geschossen. Menschen sterben. Bitte, hilf uns doch. Ich weiß nicht, wie
Jesus, Force End. Oh, erst Hilfe set. Dankeschön. Erschlossen, Schlüssel benötigt. Oh, da sind Waffen drin. Brief von Hope County Chronicle am 13. Oktober 2014. Lieber Mr. Roswell, ich würde Sie gerne um Ihren Konflikt zu Ihrem Konflikt mit Regierungsvertretern bezüglich Ihrem Recht auf das Sammeln von Regenwasser interviewen. Soweit ich weiß, hatten Sie sich um eine Genehmigung bemüht, die dann aber von den Behörden zurückgezogen wurde. Das führte dann zu Ihrem mehrtägigen Gefängnisaufenthalt und der nun anstehenden Gerichtsverhandlung. Ich hätte gerne Ihre Bestätigung, dass Sie vor Gericht gesagt haben, Wasser ist ein gottgegebenes Recht und die Regierung stiehlt uns unser Land und unsere Ressourcen. Es liegt an uns, unsere Rechte und Freiheiten zu verteidigen. Mich würde auch interessieren, ob Sie dem Richter wirklich gesagt haben, Sie können Ihren kreidebleichen Arsch darauf wetten, dass ich Sie missachte. Bitte lassen Sie mich wissen, ob Sie bereit wären, unser Gespräch darüber aufzuzeichnen zu lassen. Jeb Boyd, Hope County Chronicle. Jetzt noch was zum Lesen. Brief an Dutch, 27. April 2015. Dad, ich habe deine Nachricht erhalten. Schön, dass Sie die Anklage fallen lassen. Wir werden versuchen, dich im Sommer ein paar Wochen zu besuchen. Ricky will dir zeigen, wie er jetzt ohne Stützräder fährt. Aber Anne hat eine ganze Menge im College zu tun. Ich weiß, wie viel dir das bedeutet und deshalb werden wir auch alles versuchen, dass es klappt. Aber lass bitte dieses Gerede von wegen die Kinder zu Hause unterrichten, okay? Das ist für mich und Anne nicht das Richtige und die Schule der South Street ist eine der besten. Und beschränke doch die Prepping-Aktivitäten auf ein Minimum. Ich weiß, dass Ricky darauf steht, aber Anne macht sich, machen Sie nur Angst. Wir sprechen uns bald, Robbie. Noch was? Ne, nicht. Die Familie? Joseph Seed, der Vater. Joseph Seed ist der Anführer dieser Sekte namens Project at Eden's Gate. Er glaubt, dass ein großer Kollaps bevorsteht und hält sich für eine Art modernen Noah. Er glaubt, Gott würde direkt zu ihm sprechen und er habe ihm gesagt, dass er so viele Seelen wie möglich retten soll. Jetzt, wo seine Ernte begonnen hat, sind seine Anhänger sogar bereit, für ihn zu sterben. Er hat seine Anhänger drei riesige Bunker bauen lassen, in denen sie Schutz finden, wenn seine Prophezeiung wahr wird. Der Typ hat sie einfach nicht mal. Faith, die Sirene. Keiner weiß, wie da der Verwandtschaftsgrad aussieht. Anscheinend ist sie einfach eines Tages aufgetaucht. Sie erzählt rührselige Geschichten, aber Faith ist eine Lügnerin und Manipulatorin. Wenn man ihr die Chance bietet, vergiftet sie einem den Verstand mit Bliss. Alle, die den Henbane River entlang wandern, enden entweder tot oder beschreiten den Pfad. Um einer dieser hirntoten Angels zu werden, die die ganze schwere körperliche Arbeit für die Sekte übernehmen. Wie ist euer Status? Wer? Hallo? Wer da? Jacob Sieb, der Soldat. Der älteste der Gebrüder Sieb ist für die Ausbildung ihrer Miliz oben in Whitedale Mountains verantwortlich. Das Einzige, woran er glaubt, ist, die Schwachen zu opfern. Anscheinend führt er im Norden ein paar psychologische Experimente durch. Da oben kursieren allerlei albtraumhafte Geschichten über Leute, die mit einem Mal völlig grundlos übereinander herfallen. Er hat auch mit der Herstellung dieser Monsterwölfe zu tun, die von der Sekte Judge genannt werden. Hört mich keiner! John C., der Täufer. Der jüngste der Gebrüder sieht und womöglich auch der sadistischste. Ist für die Rekrutierungsmaßnahmen der Sekte verantwortlich. Zeichnen, säubern, beichten, büßen. Dies sind die vier Schritte, die jeder durchlaufen muss, bevor ein Mitglied bei Eden's Gate werden kann, sofern er denn überlebt. John befiehlt jeden, die Macht des Ja zu akzeptieren, damit seine Anhänger auch wirklich jeden Scheiß machen, den er will. Ein waschechter Psychopath. Hallo. Puh, am Anfang gibt's ja viel zu lesen, Otter. Hier ist Dutch. Ich habe mich da eben nicht richtig vorgestellt. Die meisten Leute nennen mich Dutch. Ich versuche mir zusammenzureimen, was da oben vor sich geht. Nichts Gutes. Nach allem, was ich weiß, leben deine Partner noch. Anscheinend wurden sie aufgeteilt. Jeder ist bei einem anderen Mitglied von Josephs Familie. Du willst sie zurück. Verstehe ich.
Bei mir wurden auch Freunde entführt. Das Problem ist, es kommt keine Hilfe. Keiner weiß, was hier los ist. Und das wird sich erst ändern, wenn es zu spät ist. Es muss da draußen Leute geben, die sich gegen die Sekte wehren wollen. Wir müssen ihnen einfach nur zeigen, wie. Wir müssen einen Widerstand organisieren. Als allererstes müssen wir deshalb die Kontrolle über diese Insel erlangen. Sobald wir etwas Spielraum haben, überlegen wir unseren nächsten Schritt. In dem Safe da drüben sind eine Waffe und eine Karte. Nimm sie dir. Ich funk dich an, sobald du dich orientiert hast. Okay. Her damit, her damit. Achso, ich muss länger unten sein, das vergesse ich immer. Da draußen. Es wimmelt von Peggys. Diese Wichser sind bereit, für ihren Psychopathen von einem Anführer zu sterben. Okay. Bisschen was gibt's hier noch zum Lesen? Na, gucken wir uns da mal an. Einheimischer kämpft um sein Recht auf Wasser. Richard Dutch Roosevelt verbrachte wegen Missachtung des Gerichts 2 Nächte im Gefängnis, nachdem er für sein Recht stritt, Regenwasser in eine Anlage zu sammeln, die der Staat seinerseits als Stausee definiert hat. Mr. Roosevelt hat dieses Wassersammeln ohne entsprechende Befugnis betrieben und damit aufs eklatanteste die geltenden Gesetze von Montana gebrochen, sagt der stellvertretende Leiter der Behörde für Wasserreserven Edwin Garcia. Mr. Roosevelt bestreitet die Vorwürfe. Und ich schwöre, das vorhin war kein Donner, sondern eine Reihe von Explosionen. Boomer dreht durch und will sich nicht beruhigen. Sind das schon wieder diese Peggys? Wie viel lassen wir uns noch gefallen? Egal, ruf mich zurück, wenn du kannst, und pass auf dich auf. Alles klar, alles klar. Halt, was? Pistolenmunition überall. Da komme ich gar nicht weiter. Gibt's hier noch was? Noch was? Ja. Warte mal. Schaufel? Ja, warte mal, ich habe ja keine Nahkampfwaffe. Halte Q gedrückt, um das Waffenrad zu öffnen. Wähle die gewünschte Waffe mit Pfeiltasten aus und lasse Q los oder drücke linke Maustaste, um deine Auswahl zu bestätigen. Ist klar. Nee. Verlassen. Ta-ta-ta-ta! Jetzt hör mal zu. Wenn du einen Widerstand aufbauen willst, gibt es ein paar Sachen, die du wissen musst. Du hast im Grunde 4 Möglichkeiten. Du kannst alle Geiseln befreien, die Sekte genommen hat. Das sind gute Leute, die vielleicht an deiner Seite kämpfen, wenn du ihnen hilfst. Du kannst das Eigentum von Eden's Gate zerstören, das quasi allgegenwärtig ist. Scheiße, allein auf diese Insel haben sie 2 verdammte Schreine gebaut. Oder nimm Widerstandsmissionen an. Es gibt eine Menge Leute da draußen, die ihren Privatkrieg gegen die Sekte führen und sicher jede Hilfe gebrauchen können. Und wenn du wirklich kämpfen willst, dann kannst du die Sektenaußenposten einnehmen, die es hier plötzlich überall gibt. Wenn du sie befreist, kann der Widerstand so richtig Fuß fassen und gegen Eden's Gate zurückschlagen. Ja, das machen wir doch. Installiert. Ich melde mich, falls ich irgendwas Nützliches bemerke. Fürs Erste solltest du sämtliche Kultisten in Richtung Süden erledigen und den Bedürftigen helfen, okay? Dutch out. Alles klar, Leute, und das war's nun auch mit der ersten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Falls es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like oder einen Kommentar da und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.